The end of history moment. Der Ende der Geschichte-Moment hat in vielerlei Hinsicht die Illusion geschaffen, dass der Hegemon tatsächlich allmächtig sei und dies auch immer bleiben würde. Die Realität ist jedoch, dass die Geschichte überhaupt nicht endete. Ich meine, sie hat sich kaum ausgeruht. Wir sehen dies nicht nur im technologischen Bereich, sondern auch darin, wie in den letzten 15 bis 20 Jahren die USA und Europa einen großen Teil der globalen Infrastruktur, die sie aufgebaut hatten, abgebaut haben. Und mit Infrastruktur meine ich nicht nur physische Hardware, ich meine auch die organisatorischen und regulatorischen Rahmenbedingungen. Ein Paradebeispiel ist die Welthandelsorganisation. Diese Organisation ist der Höhepunkt einer langen Entwicklung vom allgemeinen Zoll- und Handelsabkommen und so weiter. Sie hat die Handelsregeln festgelegt, die zugunsten der USA und Europas verzerrt waren. In dem Moment, als die WTO wirklich international wurde und andere Länder begannen, sie zu nutzen, um die USA herauszufordern und Zugang zu ihren Märkten zu fordern, setzte die USA die WTO effektiv schachmatt. Sie tat dies, indem sie sich weigerte, einen Richter an das Berufungsgericht zu ernennen, wodurch der Streitbeilegungsmechanismus, der sowohl klug als auch effektiv war, lahmgelegt wurde. Dieser Mechanismus war Teil der Infrastruktur, die die USA einst unterstützten, aber nicht mehr tun. Jetzt erleben wir das Aufkommen alternativer Methoden zur Strukturierung des Handels. China hat alternative Ansätze entwickelt, um seine Produktionskapazität zu steigern. Dies schwächt letztendlich die Macht des Hegemons, der seine Stärke aus der Bereitstellung öffentlicher Güter bezog. Indem er die Plattform kontrollierte, genoss der Hegemon einen überproportionalen Einfluss. Ben Norton erwähnt, dass China das einzige Land neben den USA ist, das über technologische Souveränität verfügt. Ich stimme zu, dass Chinas Fähigkeit, eigene Versionen von WeChat zu erstellen, im Wesentlichen sein eigenes Twitter und andere Plattformen, die Dynamik verändert, wie der Staat mit der Gesellschaft und der Wirtschaft interagiert. Absolut. Technische Souveränität, glaube ich, ob durch Planung, gutes Design oder ein bisschen Glück und wahrscheinlich eine Kombination aus allen dreien, hat es China ermöglicht, sich vor Dingen zu schützen, die es als schädlich erachtet. Dies hat auch die Fähigkeit von Nationalstaaten signalisiert, einen souveräneren Weg im technischen Bereich zu verfolgen. Ich habe dies in einigen der Essays, die ich geschrieben habe, als das Aufkommen einer Form von technischem Westfalen oder einem digitalen Westfalen beschrieben. Vorerst bleibt dies etwas, das nur sehr wenige Länder erreichen können. For the time being remains something that very few countries can do, but I think going back to the earlier observations about the. Aber ich denke, zurückgehend auf die früheren Beobachtungen über Open-Source-Technologien und ähnliche Themen, werden diese zunehmend für Länder weltweit zugänglich. Ähnlich wie bei der WTO und den damit verbundenen Angelegenheiten, die Sie erwähnt haben, gab es eine Autoimmunreaktion, die die Grundlagen des Hegemons erodiert hat. Diese Autoimmunreaktionen wurden vom Hegemon selbst ausgelöst. Das ist kontraintuitiv, aber es hebt eine eingebettete Überzeugung hervor, dass die hegemoniale Position es ihnen erlaubt, die Bedingungen auf unbestimmte Zeit zu diktieren. Die Welt funktioniert jedoch heute nicht so, wenn sie es jemals tat. Also hat der Moment des Endes der Geschichte die Illusion geschaffen, dass der Hegemon allmächtig sei und immer so bleiben würde. Die Realität ist jedoch, dass die Geschichte nicht endete. Sie machte kaum eine Pause und setzte sich fort, während Nationen ihre Entwicklung vorantrieben. Wir befinden uns nun an einem Punkt, an dem die technischen Fähigkeiten von Nationen, technische Souveränität anzustreben und Digital Westphalia als globales Betriebssystem zu übernehmen, die Grundlagen der amerikanischen Technologiegiganten herausfordern werden.
Es stellt bereits die technischen und institutionellen Grundlagen des in US-Dollar denominierten und dominierten globalen Handels- und Finanzsystems in Frage. Where do you see BRICS in this? Wo sehen Sie die BRICS-Staaten in all diesen Gleichungen? Denn die BRICS gibt es schon seit langem, aber in letzter Zeit haben sie deutlich an Schwung gewonnen. Es gibt viele Diskussionen und Belege dafür, dass diese Staaten den Wunsch zeigen, zusammenzukommen und Handel zu treiben. Sie bewegen sich jedoch nicht in Richtung einer militärischen Allianz. Davon sind sie weit entfernt. Sie sind auch weit davon entfernt, sich so zu integrieren, wie es zum Beispiel die europäischen Staaten getan haben. Es ist ein anderes Modell, mehr ein Gegengewicht zur G7, eine sehr lockere Allianz. Wo sehen Sie sie in diesem neuen Szenario passen? Schau, ich denke, es hat mehrere Dimensionen, Pascal. Eine der Dimensionen ist natürlich das reine Gewicht. Kollektiv bringen die erweiterten BRICS oder BRICS Plus bedeutende produktive Kapazität auf den globalen Tisch sowie Zugang zu wichtigen natürlichen Ressourcen, ob es nun Mineralressourcen oder auf Kohlenwasserstoff basierende Energiequellen sind. Das sind sehr bedeutende Grundsteine, um ein internationales System umsetzen zu können, das wirklich anerkennt, dass Nationalstaaten souverän sind. Es betont, dass Beziehungen zwischen ihnen auf gegenseitigem Nutzen basieren müssen. Um dies zu gewährleisten, müssen sie in der Lage sein, echte Wirtschaftsressourcen an den Tisch zu bringen. Also ich denke, die erste Schicht ist, dass es bedeutende wirtschaftliche Stärke basierend auf realen Wirtschaftsfähigkeiten gibt. Der zweite interessante Aspekt der BRICS ist ihre wirtschaftliche Stärke, die die Entwicklung eines vom SWIFT und vom US-Dollar abhängigen nach Bretton Woods-Systems unabhängigen Zahlungssystems ermöglicht. Dies wird zunehmend wichtig aufgrund der Instrumentalisierung des US-Dollars und seines Zahlungssystems. Das Halten von Reserven in US-Dollar oder in US-Dollar-denominierten Vermögenswerten oder sogar in Euro ist riskant geworden. Sie sind der Gefahr willkürlicher Zensur und Konfiszierung ausgesetzt. Diese Situation, besonders offensichtlich im Kontext von Russland und der Ukraine, stellt eine selbstzerstörerische Reaktion dar. Die Idee, dass man willkürlich Vermögenswerte beschlagnahmen kann, signalisiert allen anderen, die Vermögenswerte in diesen Währungen halten, dass es erhebliche Risiken gibt. Das ist also die zweite Ebene der BRICS. Es bringt Schwung in die Diskussion um die Währungsmultipolarität. Das dritte, was BRICS auf den Tisch bringt, ist ein Betriebsethos. Dieses Ethos, das von denen kritisiert wurde, die BRICS als eine unorganisierte, inkohärente Gruppe darstellen wollen, ist tatsächlich seine Stärke. Es wird nicht von der Idee einer einzigen, übergreifenden, hegemonialen Proposition angetrieben. Stattdessen gibt es keinen Leviathan im Hintergrund, der ihnen allen Sicherheit als letztes Mittel bietet. Das Betriebsethos der BRICS erkennt ein verteiltes Set von Machtbeziehungen an. Dies erfordert, dass die Mitgliedsnationen auf der Grundlage ihrer eigenen Bedingungen, Verdienste und gegenseitigen Interessen miteinander interagieren, ohne zu erwarten, dass ein Leviathan Sicherheit aus dem Hintergrund bietet. Ein weiteres wichtiges Element der BRICS, das mit ihrer wirtschaftlichen Stärke zusammenhängt, ist das Aufkommen der BRICS-Bank, die neue Entwicklung. Die neue Entwicklungsbank ist relativ neu und wichtig ist, dass sie begonnen hat, Kapital in nationalen Währungen durch die Ausgabe von Anleihen zu beschaffen. Dies wird die Bereitstellung von Finanzmitteln an Mitgliedstaaten in ihren eigenen Währungen ermöglichen. Dies gewinnt zunehmend an Bedeutung vor dem Hintergrund, dass die Waffenfähigkeit der in US-Dollar denominierten Welt besorgniserregend ist.
Schulden in US-Dollar auszuhalten, setzt Länderwechselkursrisiken und den Auswirkungen der amerikanischen binnenwirtschaftlichen Geldpolitik aus. Steigen die Zinsen in den USA, erhöht sich auch die Kosten der Schuldentilgung, was zusätzlichen Druck auf die inländischen Wirtschaften ausübt. Also BRICS ist tatsächlich ein wirklich wichtiges Stück des Transformationspuzzles. Einige Leute gehen so weit zu sagen, dass BRICS eine alternative Erzählung zu den Vereinten Nationen bietet. Sie argumentieren, dass BRICS funktional ist, während die Vereinten Nationen in verschiedenen Hinsichten weit weniger funktional gezeigt haben, als viele gehofft hatten, als sie ursprünglich gegründet wurden. Ich bin mir nicht sicher, ob ich schon so weit gehen würde. BRICS besteht aus 11 Ländern, während die Vereinten Nationen 70 Jahre Geschichte und über 190 Länder haben. Es ist eine andere Situation. Jedoch ist die Idee einer funktionalen Betriebs-DNA unter Ländern, die BRICS auf den Tisch bringt, etwas, von dem auch die UN profitieren könnte. Ja, die UNO scheint aufgrund ihrer Struktur, Satzung und Einrichtung fast unmöglich in der benötigten Weise anzupassen, da sie sich im Grunde genommen selbst blockiert hat. BRICS hingegen, als ein relativ neues und natürliches Phänomen, stellt einen anderen Ansatz dar. Diese Länder kommen natürlich zusammen und gewinnen an Dynamik, was die Dynamiken erheblich verändert. Es ist auch wichtig zu bedenken, dass innerhalb der BRICS Konflikte entstehen können, aber die Zusammenarbeit wird nicht aufhören. China und Indien haben Grenzstreitigkeiten. Sie haben sehr starke Auseinandersetzungen, aber sie verwalten sie und kooperieren dennoch. Es war auch ein kluger Schachzug, die BRICS um den Iran und Saudi-Arabien zu erweitern, was zeigt, dass Länder gleichzeitig Rivalen und Partner sein können und sich mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten bewegen können. Dies ist ein sehr anderer Ansatz als der der G7, der sich darauf konzentriert, nur mit Verbündeten zu kooperieren und sicherzustellen, dass diese Verbündeten zusammenhalten. Eine Sache, über die ich nachdenke, ist die Abkehr vom Dollar, die definitiv stattfindet. Daran gibt es keinen Zweifel. Aber eine einzelne Reservewährung oder eine primäre Währung zu haben, bietet viele Vorteile, weshalb jeder den Dollar verwendet. Es liegt nicht nur daran, dass die USA ihn durch das Petrodollar-System aufgezwungen haben. Es liegt auch daran, dass er bequem als Rechnungseinheit und als Mittel für den Austausch zwischen anderen Ländern dient. Also, wenn wir uns auf eine Welt zubewegen, in der der US-Dollar nur eine unter vielen ist, wie denken wir, dass die tatsächlichen Zahlungssysteme und Schuldenregulierungsmechanismen funktionieren werden? Wird es eine andere Währung involvieren? Oder werden wir zu einem anderen Modell wechseln? Vielleicht einem ganzen Korb von Währungen, in dem Länder dann Schulden machen können. Was ist Ihrer Meinung nach das wahrscheinlichste Szenario? Lassen Sie uns einen Moment innehalten und die Rollen verstehen, die diese Währungen im grenzüberschreitenden Handel spielen. Als Reservewährung und Mittel für grenzüberschreitende Zahlungen dient eine Währung im Wesentlichen als Numeraire. Das bedeutet, dass bei einem Austausch zwischen zwei Parteien per Definition Äquivalente gehandelt werden. Sie tauschen zwei ziemlich unterschiedliche Dinge, aber sie benötigen eine Möglichkeit, sich darauf zu einigen, dass das, was sie handeln, gleichwertig im Wert ist. Ein Numeraire erleichtert diese Einigung. Im Grunde kann alles als Numeraire dienen, solange die beteiligten Parteien dem zustimmen. Das Numeraire muss stabil oder relativ stabil sein, da es wichtig ist, dass die Parteien darauf vertrauen können, dass sie Transaktionen oder Austausche von Äquivalenzen über die Zeit hinweg fortsetzen können, wobei sie ungefähr denselben Wert heute, morgen und in einem Jahr beibehalten. Der US-Dollar, der als Numeraire dient, war in dieser Hinsicht ziemlich nützlich.
Als der US-Dollar unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg zur dominanten Währung wurde, lösten die Diskussionen in Bretton Woods, die diesen Übergang erleichterten, eine sehr interessante Debatte zwischen britischen und amerikanischen Ökonomen aus, die an diesen Verhandlungen beteiligt waren. Auf der amerikanischen Seite stand ein Mann namens White und auf der britischen Seite ein Mann namens Keynes. Keynes schlug vor, was effektiv eine nicht-nationale Währung, den Bancor, darstellen würde, die als Numeraire fungieren sollte, gegen den alle nationalen Währungen angepasst würden. Der Handel würde über eine Clearingstelle stattfinden, wo Nationen oder Zentralbanken Konten hätten, in denen Bancors angepasst würden. Der Mechanismus, den Keynes vorschlug, hätte von Ländern mit Bancor-Überschüssen verlangt, in Schuldnerländer zu investieren, um die Wiederherstellung des Gleichgewichts im globalen System zu erleichtern. Jedoch hatte Keynes Vorschlag keinen Erfolg. Now, Keynes's proposal didn't succeed. The US at the time had many good reasons. Die USA hatten viele gute Gründe, den US-Dollar als vorherrschendes Numeraire innerhalb des globalen Handelssystems zu bevorzugen und zu wünschen, und genau das ist passiert. Es war nach dem Zweiten Weltkrieg die letzte und einzige verbliebene Produktionsmacht in der Welt. Viele Jahre lang erzielte es bedeutende Handelsüberschüsse. Daher machte es für die Amerikaner damals viel Sinn, ein System zu bevorzugen, das vom US-Dollar als Numeraire des Systems verankert war. Es gab jedoch ernsthafte Überlegungen zu Alternativen zu der Zeit. Jetzt macht die Digitalisierung von Informationsflüssen und Konten in Büchern es möglich, sich ein digitalisiertes Numeraire vorzustellen, um solche Funktionen zu erfüllen. Vielleicht erkunden die BRICS-Länder dies nun während 2024, während sie ein auf BRICS-Nationalwährungen basierendes Zahlungssystem durch ihre Finanzminister entwerfen und daran arbeiten. Ich bin mir nicht sicher, was das Endergebnis sein wird, aber es scheint unwahrscheinlich, dass eine einzelne Währung den US-Dollar kurzfristig ersetzen wird. Dafür gibt es viele Gründe. Ein Grund ist, dass die laufenden Systemtransformationen nicht darauf abzielen, eine wirtschaftliche Supermacht durch eine andere zu ersetzen. Stattdessen geht es darum, das Wirtschaftssystem in eines umzuwandeln, das dezentralisierter ist. Diese Verschiebung hin zur Dezentralisierung in globalen Wirtschaftsnetzwerken wird natürlich zur Entstehung und Nutzung mehrerer Nationalwährungen führen. Ja, aber dieser Ansatz hat erhebliche Kosten und bringt Probleme mit sich. Wenn Sie allen grenzüberschreitenden Handel in lokalen Währungen abwickeln, muss jeder die Währungen aller anderen halten. Diese Situation ist unübersichtlich und wird wahrscheinlich eine Änderung nach sich ziehen. In der Zwischenzeit wird sie den US-Dollar wahrscheinlich in erheblichem Maße weiterhin in Gebrauch halten. Also meine Frage ist, wohin bewegen wir uns als nächstes? Werden wir in der Lage sein, das Halten so vieler Währungen untereinander technologisch zu bewältigen? Etwas, das wir bisher noch nicht gesehen haben. Das ist die Schönheit der Digitalisierung. Sie ermöglicht die Lösung vieler Transaktionskostenprobleme durch digitale Register. Sie bringt uns zurück zu der Frage, was als Numeraire fungiert. Unsere Hoffnung ist, dass es als Mittel dient, um die Wertflüsse zwischen verschiedenen Wirtschaftsräumen auszugleichen. Viele der Gestaltungsfragen wurden, grob gesagt, vor 70 Jahren angesprochen. Mit einer technologischen Perspektive bewegen wir uns auf ein technisch ermöglichtes, dezentralisiertes, auf nationaler Währung basierendes Handelssystem zu. Die Frage ist nun, was die Rolle des Numeraires erfüllen wird, was es verankern wird und welche Anpassungsmechanismen es geben wird. Diese Mechanismen werden es ermöglichen, dass sich die Verhältnisse von nationaler Währung zu Numeraire über die Zeit anpassen. Dies wird wahrscheinlich ein Thema erheblichen intellektuellen Aufwands, Verhandlungen und Kompromissen in der Zukunft sein.
Ja, die Frage, die mir im Kopf herumschwirrt, ist, was in unserer Diskussion wirklich neu sein wird in Bezug darauf, was Technologie bieten kann und was einfach ein altes Problem in neuem Gewand ist. Es ist faszinierend, denn digitales Geld ist nicht neu. Zum Beispiel während des Zweiten Weltkriegs, als die Schweiz in Japan war und seine Botschaften offen hatte, wurden viele Konten zwischen verschiedenen Kriegsparteien digital, aber über Telegraph geklärt. Also, man hat Kontenbücher und ein Kommunikationsmittel, und dann kann man mit dem Klären beginnen. Das zeigt, dass digitales Geld eigentlich eine alte Technologie ist, keine neue. Die Frage wird dann, ob die Technologie die zugrunde liegenden Prinzipien transformieren wird oder ob wir einfach eine neue Art und Weise brauchen, etwas zu tun, was wir in den letzten 200 Jahren getan haben. Nun, ich denke, es ist ein bisschen von beiden, Pascal. Du hast einen wirklich wichtigen Punkt über die Erfahrung des japanischen Clearinghouses mit dem Telegraphen gemacht. Am Ende des Tages sind dies nur Informationssysteme. Traditionell haben zwei Seiten, die miteinander Transaktionen durchführten, ihre eigene Buchführung geführt. Es gab auch ein drittes Buchführungssystem, das versuchte, Aufzeichnungen zur Übereinstimmung zu bringen. Dies war im Wesentlichen ein Problem der doppelten Buchführung. Jetzt adressieren Entwicklungen in der Technologie einige Probleme darüber, wie diese Bücher geführt werden. Dies unterstützt, dass nationale Währungen bedeutender werden und Betriebssysteme schafft, die für Nationen und ihre Währungen weniger riskant sind. Die Idee, dass ein Dritter willkürlich und einseitig Währungen oder Vermögenswerte zensieren oder beschlagnahmen könnte, kann gemildert werden. Dies ist möglich, wenn die Buchführung für all diese Dinge gemeinschaftlich geführt wird. Also, das ist die Idee hinter der Blockchain. Blockchain oder eine Art verteilter Hauptbuch steht im Mittelpunkt davon. Wir haben bereits eine Reihe von globalen Projekten gesehen, die in diesem Bereich Fortschritte machen. Zum Beispiel ist Enbridge ein Projekt, das sich auf grenzüberschreitende Zahlungen mit digitalen Währungen konzentriert. Es wird von einem Netzwerk von Zentralbanken unterstützt, zu denen die von China, Thailand, den Vereinigten Arabischen Emiraten und die Hongkonger Währungsbehörde gehören. Diese Banken halten das Hauptbuch gemeinsam, mit Partnerschaften von der Internationalen Bank für Zahlungsausgleiche und der Bank für internationalen Zahlungsausgleich. Enbridge sticht hervor, weil es zeigt, wie die Technologie des verteilten Hauptbuchs verschiedene Probleme angehen kann. Es bietet Lösungen sowohl aus Kosten- als auch aus Risikominderungsperspektiven. Das andere Interessante an der Digitalisierung ist, dass sie die Programmierung von Dingen ermöglicht, um die Art und Weise zu beschleunigen, wie Informationen nachgelagerte Ereignisse auslösen und diese nachgelagerten Ereignisse zu bedingen. Jetzt, wenn Menschen Dinge kaufen und verkaufen sie intrinsisch nicht nur die Dinge selbst, sondern auch Informationen über die Dinge. Wenn sie mit den Informationen über das, was sie kaufen, nicht zufrieden sind, dann ist es unwahrscheinlich, dass sie die Transaktion abschließen. Also machen sie eine sorgfältige Prüfung, weil sie Informationen über das herausfinden, was immer es ist, das sie kaufen. Selbst bei grundlegenden Transaktionen, bei denen sie beispielsweise mit Containern von Lebensmitteln handeln, ist ein grundlegendes Stück Information die Tonnage und ob der Inhalt tatsächlich den Spezifikationen entspricht, die sie hatten. Das sind die Arten von Dingen, die wichtig sind. Nun erfolgen Zahlungen nur, wenn bestimmte Informationsbedingungen erfüllt sind. Die Digitalisierung kann diesen Prozess beschleunigen. Sie kann die Überprüfung und die nachfolgenden Aktionen beschleunigen. Anstatt dass Gelder 2, 3, 4, 5 oder sogar 10 Tage untätig bleiben, während darauf gewartet wird, dass Informationen verifiziert werden und dann Nachrichten gesendet werden, damit Gelder freigegeben werden können, können wir diesen Prozess jetzt in Sekunden oder Millisekunden abschließen. Dies hat systemweite Auswirkungen,
denn es bedeutet, dass tatsächlich weniger Bedarf besteht, dass Betriebskapital innerhalb des gesamten Wirtschaftssystems untätig sitzt. Geld bleibt nur so lange untätig, während die Informationen über Waren und Dienstleistungen nicht fließen oder geklärt werden. Dies ermöglicht es uns, Aufgaben vorzuprogrammieren. Das Konzept der Programmierbarkeit wird in einer digitalisierten Umgebung deutlich zugänglicher als in der Vergangenheit, als der Handel auf Umschlägen mit Handelsdokumentation, Dokumentenakkreditiven und ähnlichen Methoden beruhte. Daher führt die Digitalisierung zu einer qualitativen Transformation. Allerdings ist der grundlegende Aspekt im Wesentlichen eine moderne Interpretation sehr alter Praktiken, wie das Führen von Kontenbüchern. Es wird interessant sein zu sehen, wie sich dies entwickelt und ob wir ein Wiederaufleben von Institutionen wie der Bank für internationalen Zahlungsausgleich, der BIZ, erleben werden, die in Zukunft eine bedeutende Rolle spielen könnte. Du hast es kurz angesprochen, aber da wir uns dem Ende nähern, Warwick, gibt es etwas, das du hinzufügen möchtest? Lassen Sie mich nur noch eine letzte Sache sagen, Pascal. Dies betrifft die Frage der Transformation oder der Migration von einem vom Dollar geprägten System zu etwas anderem. Es ist schwer zu überlegen, wie weit sich etwas verändern kann, wenn wir keinen Referenzpunkt haben. Der jüngste und interessanteste Referenzpunkt für mich ist, dass in den letzten 2 Jahren in Bezug auf Russland passiert ist. In den letzten 2 Jahren ist Russland von einem Handelssystem, das vom US-Dollar und in größerem Maße vom Euro geprägt war, zu einem übergegangen, bei dem jetzt über 90% seiner Handelsabwicklung in anderen Währungen als dem US-Dollar und Euro erfolgen. Russland ist keine kleine Wirtschaft. Seine globalen Handelsinteraktionen sind nicht trivial. Daher zeigt die Erfahrung Russlands, dass ein Übergang zu einem Handelsabwicklungssystem, das nicht vom USD abhängig ist, schneller erfolgen kann, als wir vielleicht erwarten würden. Dies geschieht ohne Berücksichtigung jeglicher normativer und moralischer Urteile. Ähnlich markiert die Verwendung des RMB, Renminbi, für die Abwicklung von über 50% von Chinas Handel einen signifikanten Wandel. Vor 30 Jahren wurde der RMB für etwa 5% von Chinas Handelsabwicklungen verwendet. Jetzt macht er etwas mehr als 50% aus. In Anbetracht der Tatsache, dass China die größte Handelsnation weltweit ist, deutet dies auf eine bedeutende Abkehr von einem vom USD dominierten Ökosystem hin. Der Übergang findet schneller statt, als wir oft erkennen, und der Fall Russlands veranschaulicht, wie schnell eine solche Änderung eintreten kann, wenn ein Bedarf dafür besteht. In theory, when the need exists for that change to happen. Genau das, was mir durch den Kopf ging, war, nachdem Janet Yellen dort war, ging Herr Lavrov nach China. Es ist so, okay, das ist bedeutend. Das ist eine riesige Verhandlung und Veränderungen können schnell kommen. Warwick Powell, vielen Dank für Ihre Zeit heute. Absolutes Vergnügen, Pascal. Go.